Die Frontallappendektomie war eine verstörende neurochirurgische Technik, die in den 1930er bis 1950er Jahren zur Behandlung psychischer Erkrankungen eingesetzt wurde. Dabei wurden die Nervenverbindungen im Frontalhirn durchtrennt, um aggressive oder unerwünschte Verhaltensweisen zu reduzieren. Die Prozedur wurde oft ohne angemessene Diagnose oder Zustimmung des Patienten durchgeführt. Die Folgen waren schwerwiegend, da viele Patienten danach schwere geistige Beeinträchtigungen, Persönlichkeitsveränderungen, Gedächtnisverlust und emotionale Stumpfheit erlebten. Es war eine entmenschlichende und destruktive Praxis.